Heute gibt's Flotti Rigotti. Miam, miam, miam. Ja, ist ja gut. Das ist der traurige Anblick hier von meinem Hühnerauslauf. Wir hatten ja im Dezember so einen wahnsinnigen Schneedruck und es hat alles zusammengedrückt. Der Schnee blieb auf dem Netz hier liegen und hat durch das Gewicht die Metallstangen nach unten gedrückt und ist alles zusammengekracht. Ja, das Ganze ist eigentlich ein Gewächshaus, das ich als Hühnerauslauf missbraucht habe. Ich habe ja ein Netz drüber gemacht und so sind die Hühner ideal gegen Marder, Fuchs und von oben gegen Habicht geschützt. Psst, Mensch Gotti, der Fuchs, der kann sich doch durchgraben. Ja, und genau deswegen habe ich rundrum so ein Gitter gemacht, auch das ist in den Boden eingelassen, so hat der Fuchs keine Chance. Ja, jetzt versuche ich erstmal diese umgeknickten Stangen hier aufzurichten, die sind nämlich noch in Ordnung. Kriege ich Hilfe von meinem Zwillingsbruder, beziehungsweise er schaut zu, ich arbeite. Hey, ihr? Wie machen wir denn das hier? Die Seitenstangen, die das Ganze stabilisieren, die sind geknickt, die kann ich aber abschrauben. Jetzt die Frage, ob man diese krummen Stangen hier wieder gerade gebogen kriegt oder ob die dann brechen oder wegknicken oder wie auch immer. Oder halt an Stabilität stark verlieren. Das ist außerdem das gleiche Gewächshaus, das der Ralf vom Selbstversorgerkanal auch hat. Wissen Sie, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber ist doch egal. Er hat es ja als Folientunnel, ich habe es nur als Hühnerauslauf. Und ich bin mir sicher, ich kann die auch nachbestellen. Sollte ich sie gar nicht mehr hinkriegen. Muss ich irgendwo einspannen. Mal schauen, hier unter den Stein. Der hat auf jeden Fall genug Gewicht, es zu halten. Klötzchen unterlegen. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Boah, ist richtig warm geworden an der Stelle. Das war die Knickstelle hier. Ja. Es ist noch nicht perfekt, hat immer noch einen Bogen, aber es wird. Ah ja. Ja, schade, diese Gewächshausstangen sind hier unten an dem Punkt mit einem Rohr befestigt. Und da, wo die Gewächshausstangen umgeknickt sind, da hat es das Rohr, sieht man hier, einfach abgeknickt. Das heißt, das ist stark verzinkt, das kriege ich auf keinen Fall geschweißt, muss ich neu kaufen. Zumindest kann ich die Tür hier wieder zumachen. Und es wird nichts helfen, ich muss ein paar Stangen neu kaufen. Schade, die kriege ich nicht gerade gebogen. Und selbst wenn ich diese Stangen hier wieder einigermaßen gerade gebogen kriegen würde, würde das an der Knickstelle immer eine Schwachstelle bleiben und beim nächsten Schneedruck wieder zusammenbrechen. Ich glaube, die bestelle ich neu. Die zwei Metallstreben, die sind wieder drin und zusätzlich versuche ich noch den Bogen hier ganz links mit Holzbalken abzustützen und dann die restlichen Bögen mit Spanngurten in Position zu bringen. Das funktioniert für die ersten drei Bögen auch ganz gut. So, jetzt schauen wir mal, wir brauchen. Geht noch, geht noch, geht noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Bögen. Und die da unten, tja, die sind noch okay. Na, kommt. Put, 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 put. Kommt, wer ist klug? Kommt. Put, 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 put. Ja, hier geht's lang. Ja, fein. Nummer 2, Nummer 3.
Put, 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 put. Wie kommt man denn da hin? Kommt. Oh, ist das windig heute, hä? Ja. Es ist immer gut, wenn man Fat Max dabei hat. Wozu seht ihr gleich? Meine Hühner, die lasse ich immer gerne ins Gewächshaus, wenn es leer ist. Die holen sich auch Unkrautsamen oder noch was, was so grünt an Unkraut, was so rauskommt, zupfen sie alles weg. Wunderbar. Und um sie reinzulocken, habe ich natürlich ein bisschen Körner rausgelegt. Wie ihr seht, die Folien sind nicht mehr die besten. Schuld ist aber nicht die Folie selber, die hätte gut noch ein paar Jahre ausgehalten, sondern einen schweren Hagel, den wir mal hatten. Und der hat winzige Löcher in diese zähe Folie gehauen. In diese Löcher dringt jetzt von oben natürlich ein bisschen Wasser rein. Es ist nämlich eine Schlauchfolie, eine Doppelfolie. Und wie man schön erkennen kann, durch das Wasser, das da eindringt, kommt da einfach Dreck rein. Es bilden sich so richtige Algenteppiche. Und weil ich diese winzigen Löcher nicht reparieren kann, da sieht man sie zum Beispiel, diese Flecken hier, es sind zu viele, muss ich die Folie jetzt endlich mal austauschen. Jeder dieser einzelnen Fächer hier hat eine Schlauchfolie, die einmal hier außen rum geht. Außen rum um die Rohre ist es befestigt mit Drahtseilen, kann man hier erkennen. Die sind um die Rohre gelegt und unten mit Ketten fest verspannt. Und der Hersteller von dem Gewächshaus, der da, der will mir die Folien leider nicht zuschicken, weil ich nicht gewerblich bin. Deswegen habe ich es jetzt woanders bestellt, aber ich muss es ausmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Von Rohr zu Rohr sind es 1,50 Meter pro Element. Beim Messen der Länge der Folien muss ich aufpassen, denn sie ist ja noch zusätzlich im Erdreich hier vergraben, einmal so umgeschlagen. Das Loch hier, das kommt außerdem von den Mäusen. Das muss ich mitrechnen. So, dann habe ich ziemlich genau 8 Meter plus das, was hier noch im Boden steckt. Für das gesamte Gewächshaus, das ich damals 2016 gekauft hatte, habe ich 1260 Euro bezahlt, inklusive Lieferung. Und jetzt habe ich angefragt beim gleichen Hersteller, 6 von diesen Bögen und 3 so Stangen, die auf dem Boden liegen, wo die Bögen dann reinkommen. Und die nackte Folie, ohne Kette, ohne Stahlseil, also nur die Folie. Jetzt bin ich mal gespannt aufs Angebot. Ein Tag später, das Angebot ist da, was soll ich sagen, 1400 Euro. Verdammt, teurer als das komplette Gewächshaus damals. Und der teuerste Posten auf dem Angebot ist die Lieferung. 500 Euro, nur für die Lieferung. Wahnsinn. Ich werde jetzt nochmal telefonieren und die Bodenstangen weglassen. Die kann ich auch selber machen. Vielleicht nur die Bögen, nur die Folie. Und Lieferung kann ich leider nicht weglassen. So, es hilft nichts. Ich habe jetzt bestellt, ohne diese Stangen, die auf dem Boden liegen, nur die Bögen und die Folie. 1290 Euro. Jetzt warte ich auf die Lieferung. Wir sehen uns. 6 Uhr in der Früh. Totales Schietwetter. Schaut euch das an. Schnee. Und der Fahrer kommt. Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Mach mal so. Ach, so sind sie unterwegs. Ich dachte, es kommt ein Riesen-LKW. Und das ist gar nicht nur mein Zeug, sehe ich gerade. Nee. Für so ein paar Stangen. Wahnsinn, so viel Geld. Ja, ich kann ja einerseits den Preis verstehen. Der Diesel ist teuer, die Mautgebühren, natürlich auch der Anhänger und den Fahrer muss man bezahlen. Aber 500 Euro dafür, dass es mehrere Lieferstellen gibt, das heißt, dass jeder zahlt 500 Euro. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Wie seht ihr das? Ja, ich habe hier die 6 Bögen und die Folie. Mehr ist es auch nicht. Vielen Dank. Hier auch noch der Hahn ruft schon. Der will seinen Auslauf wieder haben, jawohl. Mal schnell ein Trinkgeld. Immer Trinkgeld geben. Egal ob Postbote, Paketbote, LKW-Fahrer, Schornsteinfeger. Die kriegen alle ein Trinkgeld von mir. Einmal voll quer durch Deutschland. Längs runter, genau. Ist okay, wenn Sie auf dem Video sind? Ja, alles gut. Alles gut. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Kommen und bis
Ja, vielleicht sehen wir es nochmal. Nie wieder hoffentlich, wenn die Sachen nicht mehr eingedrückt werden. Mister. Okay. Dankeschön. Gut, danke. Und hat mir Spaß gemacht. Bis nächstes Mal. So, jetzt muss ich nur noch auf besseres Wetter warten zum Aufbauen, weil bei dem Schiedwetter ist es so richtig schön nasskalt. Es liegt Schnee, batziger Schnee und es regnet dazu. Oh, und der Wind ist kalt. Boah. Und wenn ich schon draußen bin, dann hole ich mir auch gleich Holz. So, und wer von euch weiß noch, wo ich dieses Holz hier verwendet habe, schreibt es mal in die Kommentare rein, bin ich sehr gespannt. Denn das war ein starkes Projekt, hat mir richtig Spaß gemacht. Und das ist, was übrig geblieben ist. Rotes Holz, zähes Holz, harziges Holz und schönes Holz. Die Reste werden verbrannt. Kennt ihr den Film, in dem ich diesen Filzkorb hier gearbeitet habe? Das ist eine Anleitung, wie macht man so einen Tragekorb hier kräftig für fast kein Geld, total stabil und praktisch. Da in dem Video, schaut rein. Und so ein Holzfeuer ist doch immer wieder schön. Und in so einem Grundofen entsteht eine richtige Hitze bis zu 1000 Grad und der Ofen speichert das auch lange. Es ist ein paar Tage später, das Wetter ist wieder etwas besser, auch wenn es immer noch kalt ist. Und ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ja das Ganze mit einem Netz überspannt, was super ist, gegen den Habicht. Meine Hühner hatten seit dem Netz keinen Habichtangriff mehr. Und das Problem ist, hier wächst ja alles zu. Mit Knöterich, dann haben die Hühner ein Dach, es ist schattig, es ist wunderbar so. Ja, und für den Knöterich hatte ich mich damals hier entschieden. Der wächst sehr schnell und sehr dicht und macht ein schönes Dach für die Hühner, gibt denen Schatten, gibt denen Schutz von oben, das ist perfekt für sie. Aber der muss jetzt leider weg, wächst aber schnell wieder nach. Und hier kann man erkennen, wie der Knöterich ins Netz, oh, bist du laut, reingewachsen ist. Und den werde ich nur rauskriegen, indem ich das jetzt abschneide, hier den Knöterich, vertrocknen lasse und dann die verholzten Materialien hoffentlich rauskriege und so zumindest den Kunststoff vom organischen Material trennen kann. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hier den alten Maschendrahtzaun, den ich damals als erstes hier mal aufgebaut hatte. Und der ist auch total eingewachsen mit dem Knöterich. Den habe ich damals schon nie wieder rausgekriegt. Jetzt aber schneide ich alles unten ab und werde den auch mit entsorgen. Schaut ja schlimm aus. Ich bewaffne mich mit einer Gartenschere, mit so einem Astteufel, mit großer Schubkarre und ein paar Handschuhen und schau mal, ob ich das Ganze hier rauskriege. Und das meiste ging dann doch besser raus, als ich gedacht hatte, denn das meiste war schon einfach tot und ganz brüchig. Von dem her habe ich es auch aus dem Netz ganz gut rausgezogen bekommen. Dann wollte ich mit dem Akkuschrauber hier noch was entfernen und habe meinen Bit verloren. Dann hole ich mir einfach ein Magnet. Und zack, wiedergefunden. So ein Magnet ist immer total praktisch. Den ich benutze, verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Und denkt dran, dass so ein Heckenrückschnitt hier von 1. März bis Ende September nicht mehr erlaubt ist. Der Formschnitt ist okay, aber dieser totale Rückschnitt, wie ich ihn hier machen musste, der ist dann nicht mehr erlaubt. Zum Schutz der Vögel. Dann befestige ich das alte Netz da oben provisorisch, damit die Hühner einfach von oben geschützt sind. So, es ist wieder eine Woche später und der provisorische Schutz hier mit dem Netz hat super gehalten. Trotzdem muss ich das Netz erneuern, denn es hat auch riesige Löcher hier reingerissen. Da überall, wo das geknickt ist. Und zusätzlich gab es vorher schon Löcher wie hier, die habe ich geflickt. Und es sind einfach zu viele Löcher drin wie hier. Da könnte der Habicht einfach durchfliegen. Und jetzt, ja, ich könnte nicht flicken, aber es sind so viele Löcher drin, dass sich es einfach nicht mehr rentiert. Hier, da, hier. Und durch so ein 10x10 cm Loch fliegt der Habicht durch. Man glaubt es gar nicht. Ich hatte ihn damals erwischt, wie er durchgeflogen ist. Durch ein Netz mit 10x10 Maschenweite. Hatte ich verkehrt gekauft. Ich dachte, das reicht. Aber ich gehe zu den Hühnern hin und sehe doch glatt, wie der Habicht Flügel anlegt, zack, durch das Netz durch, als wäre da gar nichts. Dann hat er mich gesehen, startet wieder und zack, durchs Netz durch und raus. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Achtung, ich zeige euch jetzt kurz ein Bild von einem toten Huhn. Wer das nicht sehen kann, macht jetzt kurz die Augen zu, bis es Piep macht. In einem der letzten Videos haben mir die Zuschauer schon gesagt, das müsste ein Sperber sein und kein Habicht. Vielleicht kann das einer von euch hier nochmal bestätigen. Ist das ein Habicht oder vielleicht ein Sperber?
Auf jeden Fall ist hier sehr schön zu sehen, wie er seine Beute schützt vor den Blicken der Krähe, die gerade drüber fliegt. Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Ich durfte das Netz austauschen von 10x10 Maschenweite zu 5x5 cm Maschenweite. Und beim gleichen Händler werde ich auch wieder kaufen, weil das fand ich damals sehr nett. Und jetzt versuche ich, die Stangen hier zu ersetzen. Drückt mir die Daumen, dass ich die rauskriege und die neuen rein. Das ging einfach. Damit das Netz einigermaßen oben ist und mir nicht hier auf den Kopf fällt oder den Hühnern auf den Kopf fällt, habe ich hier einen Rechen hingestellt, der hält es einigermaßen oben. Die verbogenen Stangen sind draußen, es ging zum Glück recht gut. Vielen Dank fürs Daumendrücken. Und jetzt muss ich mal messen, wie lang das Netz ist, denn das letzte, das ich bestellt habe, das war 2013, das war 9 Meter breit und 17 Meter lang. Da stimmt irgendwas nicht. Denn die Länge vom Gewächshaus, doch es passt, das Gewächshaus ist 12 Meter lang plus jeweils 2 Meter auf den Seiten, habe ich gerechnet, sind 16 Meter plus 1 Meter Angstzuschlag, 17 Meter, passt also. Und die 9 Meter Breite, das muss über die Bögen hier sein, messe ich lieber nochmal nach. Passt auch. Der halbe Bogen sind 4 Meter, mal 2, 8 Meter, 1 Meter Angstzuschlag, geht ja auch ein bisschen runter, 9 Meter. Also 9 mal 17 Meter, 5 Zentimeter Maschenweite. Die alte Folie, die kommt jetzt runter, aber die hier ist hier am Rand eingegraben, damit sie einfach stabil ist und damit das Unkraut nicht reinwächst. Da muss ich jetzt erstmal aufgraben. Los geht's. Diesen Schnelldurchlauf hier, den mache ich außerdem mit einem Bild pro Sekunde und der Film läuft ab mit 25 Bildern pro Sekunde. Die Szene ist 40 Sekunden lang, jetzt könnt ihr mal ausrechnen, wie lange ich für den Graben gebraucht habe. Und schaut mal, das eine Huhn hier, das ist ganz treu immer dabei geblieben, hat nach Würmern und Käfern und so gesucht, was auch immer da aus der Erde gerade rauskam, war immer dabei, total nett. Der erste Durchgang ist fertig, jetzt muss ich noch so ein bisschen Feinarbeit machen. Und seht ihr die ganzen weißen Wurzeln, die da so rausspitzen? Das ist alles Ackerwinde. Das Zeug hier. Ein Mordsunkraut windet sich überall durch, windet sich überall rein. Vor allem auch in diese Schlitze hier ins Gewächshaus. Aber diese Wurzeln bzw. Rhizome, die finden einfach jedes Löchlein und wurzeln sich durch. Man hat fast keine Chance. Ich habe es aufgegeben, gegen sie anzukämpfen. Ich lebe einfach mit ihnen. Ist viel einfacher. Dann das gleiche hier auf der anderen Seite des Gewächshauses. Auch da ziehe ich schon mal einen Graben mit dem Spaten, aber mal nur für die erste Folie, um die freizulegen, denn das Ganze geht ganz schön in den Rücken. Dann brauche ich ein Spezialwerkzeug, um die Ketten, die diese einzelnen Folienelemente hier halten, links und rechts jeweils, abzumachen. Und in der Mitte von jedem Folienelement, hier kann man es schön erkennen, da läuft noch eine Schnur, die muss ich auch noch abmachen und dann kann das erste Folienelement weg. Und die Schnüre hier, die in der Mitte verlaufen, die kommen jetzt in die Waschmaschine, denn man kann es schön erkennen, da ist viel so Mooszeug dran und das würde schnell sich wieder verbreiten, weiterwachsen, deswegen ab in die Waschmaschine. Das gleiche habe ich außerdem nochmal aus einer anderen Kameraperspektive gefilmt. Einfach auch, weil die Wolken so schön ziehen, sowas gefällt mir immer sehr gut. Hier sieht man nochmal, wie ich den Graben ziehe, wie das Huhn immer bei mir ist, wie ich auf der anderen Seite den Graben mache, wie ich die Ketten löse. Und dann die Schnur. Und wenn ihr mal ins Gewächshaus reinschaut, da seht ihr die Hühner, die da Sonnenbad nehmen. Ah, das gefällt denen da. Schön staubig und trocken. Perfekt. Und an der Stelle hier muss ich mal ganz kurz Pause machen. Da ist eine Biene durchs Bild geflogen. Hat mir so gut gefallen. Sobald die Temperatur über 12 Grad ist, können die Bienen rausfliegen. Auch im Januar oder Februar. Das ist meine Lieferung an neuen Folienschläuchen. Und die kommen natürlich ohne Schnur und ohne diese Seile und Ketten, die recycle ich, die verwende ich wieder, die sind ja nicht schlecht.
Also breite ich erstmal die alte Folie auf der Wiese aus, schön glatt, und lege mir die neue Folie nebendran. Anders als bei den meisten anderen Folientunnel ist bei mir ja eine Doppelfolie drauf, eine Schlauchfolie. Das kann man hier schön erkennen, Doppelfolie. Und der Vorteil ist Dämmung. Es wirkt ein bisschen dämmend, denn Luft ist ein super Isolator. Und die Haltedrähte, die da drin laufen, die treten ja irgendwo aus, um sie dann unten an der Gewächshausstange mit dieser Kette zu fixieren. Das heißt, ich brauche hier an dieser Stelle ein Loch, wo der Draht mit der Kette austritt. Und den muss ich hier auch reinschneiden. Also richte ich mir die beiden Folien aus, sodass sie schön mittig liegen. Die neue Folie habe ich etwas länger gewählt und zeichne mir dann die Stelle an. Und an die markierten Stellen, da mache ich mir dann mit dem Cuttermesser ein Loch rein. Auch wenn es weh tut, aber hier muss die Kette raus. Und bevor ich jetzt alle Folien schneide und mich vielleicht vermessen habe irgendwo, werde ich die eine Folie hier mal installieren, um zu schauen, ob alles richtig ist. Und ich werde hier noch mal ein bisschen tiefer graben, damit die Folie schön tief kommt, damit möglichst wenig Wurzelunkräuter hier ins Gewächshaus reinwachsen können. Zuerst ziehe ich mit dem Rechen die Hackschnitzel im Gewächshaus so auf die Seite, damit sie nicht alle in den Graben reinfallen. Und dann vertiefe ich den Graben und mache ihn sauber. Schau, dass keine Unkrautwurzeln drin sind. Das Huhn ist natürlich immer dabei. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Die dreckigen, veralkten Schnüre hier, die wasche ich jetzt von Hand. Einfach heißes Wasser und ein bisschen Schmierseife. Das Gleiche gilt auch hier für die Ketten bzw. für die Drahtseile, die in der Folie drin sind. Auch die mache ich erst richtig sauber, damit da auf gar keinen Fall irgendwelche Algen wachsen. Draußen ist nicht mehr allzu kalt. Die Pflänzchen stelle ich ein bisschen raus, um sie abzuhärten und ans Sonnenlicht zu gewöhnen. Hier habe ich jetzt einmal schon das Wasser durchgewechselt. Das war richtig braun. Und dann hänge ich die Schnüre zum Trocknen in der Sonne auf. Die sollen richtig trocken sein, damit sie nicht noch Feuchtigkeit mit in den Folienschlauch reinbringen. Und mit der gleichen Seifenlauge mache ich jetzt noch die Ketten und Drähte sauber. Und in der neuen Folie, da sieht man eine ganz dünne, kleine Schnur. Und ich schätze mal, dass die dazu da ist, um die Seile und die Hauptschnur hier durchzuziehen. Zuerst wedel ich mal ein bisschen Luft in den Folienschlauch und dann lassen sich Kette und Schnur ganz einfach durchziehen. Dann kommt die Folie über das erste Segment vom Gewächshaus, einmal drüber, links und rechts die Ketten festmachen, auf der anderen Seite auch. Die Hühner sind immer dabei, total schön, wenn man so zahme Hühner hat. Aber alleine ist das eine Wahnsinnsfummelei. Wenn man auf der einen Seite den Draht über diesen Bogen hat, rutscht er auf der anderen Seite wieder runter und umgekehrt. Oh Mann, einfach keine Chance. Alleine geht das nicht. Ich brauche Hilfe. Deswegen werde ich jetzt mal Christian und Heinz fragen, ob die Zeit haben, mir ein bisschen zu helfen. Servus Heinz, sag mal, hast du Zeit? Ja, hab ich. Hi Christian, sag mal, hast du Zeit? Ja, ich hab Zeit. Das ist natürlich super, denn mit der Hilfe von den beiden ist die Folie ruckzuck drauf. Und wir werden zusammen in den Wald gehen, Bäume rausholen mit Traktor und Seilwinde. Die hier hinter mir. Spannend. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Und fast vergessen. Karin aus Baden-Württemberg fragt noch, sie würde gerne Hühner halten, und zwar Mechelner, genau die, die ich ja auch habe, findet aber keine Hennen oder einen Zuchtstamm, sondern nur Bruteier. Und sie will jetzt nicht einen ganzen Brutautomat noch kaufen müssen. Und was soll sie machen? Es gibt im Internet einen Sonderzuchtverein Mechelner. Wenn du danach suchst, findest du die. Und da setzt du dich einfach mal mit einem der Züchter in Verbindung. Die helfen dir da bestimmt weiter. Und ich möchte mich noch sehr bei dir bedanken. Du hast mir eine Seife zugeschickt, eine selber gemachte. Finde ich total klasse. Dankeschön an Schornsteinfegerin Birgit für einmal Zierlauch, für Prachtscharte und noch für die Wurzeln von der Stockrose. Die habe ich schon eingegraben. Du hast geschrieben, du kaufst es immer in großen Mengen, ist dann viel günstiger, hast jetzt was übrig. Und vielen Dank dafür für die Reste. Danke an Susanne für Samen von Zinnien. Finde ich ja sehr schön, die Blumen. Hast absolut recht, die fehlen noch im Rigotti-Garten. Und das hier ist Zuccalunga Serpente di Sicilia, also langer Kürbis, die Schlange von Sizilien. Ralf, vielen Dank dafür, die wirst du dieses Jahr auch im Rigotti-Garten sehen.
Mila, 4 Jahre, hat dieses wunderschöne Rigotti-Gartenbild geschickt und von Peter kommen ein paar Melonensamen. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen rauf. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Nächste Woche geht's weiter mit dem Auslauf der Hühner, denn das Netz dazu ist gerade angekommen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ciao.